Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. So, im letzten Part haben wir ja einen Fluch brechen können, Gott sei Dank. Und ja, ich hoffe, dass der Regis uns das nicht allzu übel nimmt, wofür wir uns entschieden haben. Denn wir haben aufgrund unserer Entscheidung jetzt auch eine Zutat verpasst für den Sud, den Regis ja zusammenbrauen wollte. Mal gucken. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann. Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Okay. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Oh, okay. Habe ich doch? Ich habe doch den Speichel von ihr? Okay, wie ist das passiert? Okay, sorry Leute, das habe ich nicht mitgekriegt. Ups. Du spionierst mir nach. Nützliche Kreaturen, diese Raben. Naja, die Raben sind ja überall, ne? Die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche es mit ihnen nicht zu übertreiben. Aber sie sind so praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. War ja klar. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? Oder bist du nicht hoch genug? Ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Aha. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Ui. Und das ist sehr gefährlich. Mal ganz davon abgesehen, ich mag dieses Skelett mit Hut im Hintergrund. Also das kann man jetzt nicht sehen, aber das steht ja direkt links von Geralt. Netter kleiner Touch. Wieso ja. Gefährlich? Du bist doch dann noch du selbst, oder? Ja, ich glaube nicht, aber oder? Aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Genau. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Okay. Kleiner Augenblick, Leute. Okay, weiter geht's. Ja, wie geht das? Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Aha. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Und du meinst, der Käfig wird in der Lage sein, dich zu halten? Ich habe das Gefühl, du wirst da sehr, sehr leicht ausbrechen. Tesha Mutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Tesha Mutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet.
Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Mhm. Krass. Also, sind diese Käfige aus einem bestimmten Material, aus dem Vampire nicht ausbrechen können? Aus Silber oder was? Naja, wobei Silber... Das ist ja jetzt eher, glaube ich, was gegen Werwölfe, oder? So klischee-mäßig. Ja, aber gut, wenn das funktionieren soll, du wirst es ja wissen. Keine Zeit zu verlieren. Tesham Mutna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was denn? Sag an. Was ist denn los, Regis? Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Oh. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Du redest schon leicht besoffen. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Tesham Mutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf. Und du riechst plötzlich so lecker. Okay, und alles klar. Du machst klar. Mir langsam Angst. Ja, definitiv. Ich will nicht, dass er jetzt auf einmal zu meinem Feind wird. Okay. Oh Mann, das kann ja was werden, ey. Tesham Mutna. Klingt schon ziemlich episch. Tesham Mutna. Tja, leider nicht mehr allzu viel von übrig. Ist hier überhaupt noch irgendwo ein solcher Käfig zu finden? Ein funktionstüchtiger? Nice Kamerafahrt. Und warum sind die beiden da unten gerade rumgeglitscht? Das hat man eindeutig gesehen. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Boah, wie langsam und lallend er schon redet. Das ist schon krass. Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Okay, alles klar. Los geht's. Geh voran. Genau. In seinem Zustand sollte er lieber nicht... hinter uns sein. Was er jetzt eigentlich gerade ist, Geralt. Du bietest ihm gerade quasi deinen Nacken an. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Super. Wann war in The Witcher schon jemals etwas einfach? Ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann. Und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Ein Vampirgefängnis, das von Vampiren geöffnet werden kann? Okay, muss ich das verstehen? Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer. Ja, sie haben es ja mittlerweile erobert. Also, blöde Frage. In diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Ich höre zwar die ganze Zeit zu, aber ab und zu gibt es dann doch so eine Kleinigkeit, die... Menschenhaltung bei mir. Pflege? Ugh. Kein Witz?
Bei der Menschenhaltung kommt es darauf an, Bedingungen zu schaffen, die auf der einen Seite das Überleben der Herde sicherstellen, auf der anderen Seite aber das zum Überleben nötige Minimum nicht zu sehr übertreffen. Dabei gilt es stets zu bedenken, dass Menschen über eine hohe Intelligenz verfügen, oder nennen wir es Schläue und Instinkte, die es ihnen erlauben, ihre Umgebung so weit wie möglich für sich zu nutzen. Für die Haltung heißt das, dass Menschen immer versuchen, mehr aus dem zu machen, was man ihnen gibt. Aus diesem Grund sei empfohlen, jedem von ihnen einen Schlafplatz, zwei Mahlzeiten am Tag und ununterbrochenen Zugang zu Trinkwasser bereitzustellen. Diese Bedingungen, die vielleicht manchen übermäßig großzügig erscheinen, sorgen für eine optimale Produktion hochwertigen Hämoglobins. Nähere Informationen zur Ernährung folgen in späteren Kapiteln. Ebenfalls entscheidend ist der ständige Zugang zu Atemluft, ohne die Menschen innerhalb weniger Minuten sterben. Okay, jetzt habe ich den Satz erst gerafft. Es ist nicht notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, ob die gezüchteten Menschen die oben genannten Dinge vervielfachen. Wenn man ihnen ein Existenzminimum bietet und Männchen und Weibchen miteinander mischt, werden sie sich zwangsläufig fortpflanzen, auch in Gefangenschaft. Es sollte unerwähnt bleiben, dass es einen Denkansatz gibt, der besagt, man solle Zuchtmenschen mehr Freiheit und Pflege zukommen lassen, was auch bessere Nahrung und eine gewisse Freizügigkeit einschließt. Angeblich sorgt das für eine höhere Konzentration nährstoffreicher Bestandteile im Blut, sodass es besser schmeckt. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Art der Haltung weitaus schwieriger ist und emotionale Bindungen erfordert, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen werden. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Ja. Mit anderen Worten, nichts, was die Nazis nicht auch schon getan haben. Super. Ganz toll. Tescham Zeug. Champion von Tescham Mutna. Ich bin der Diener des Stammes. Erhaben über die Menschen kündige ich von ihrer Schwäche. Erhoben über sie bin ich der Hüter der Erde. Voll der Stärke richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes. Ich bin Herr und Knecht zugleich. Ich bin der ausgeübte Wille des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung, auf das ich dem Stamm dienen kann. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehauen. Mal wieder sind wir in einem kleinen Horrorambiente unterwegs. Krass. Ich will da definitiv nicht runterfallen. Und da kann ich garantiert runterfallen. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Das hier sieht wie eine Hand aus. Von welchem Stamm ist es? Garasham. Mein Stamm und Detlafs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt geblieben. Aha. Das ist... okay. Ach, das sind alles Hände mit verschiedenen Eigenschaften. Interessant. Das Ding hat eine Art Edelstein in der Hand. Die Hand und die Hand. Ja. Der Hand wächst scheinbar eine Schlange aus dem Daumen. Wäre ein nettes kleines Hauswappen für Slytherin. Ach. Käfighaltung und Freilandhaltung da im Vergleich. Ich habe euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. In den letzten Jahrzehnten sind viele von uns zu der Ansicht gelangt, dass man weitaus effektiver an hochwertiges Menschenblut kommt, wenn man statt Jagd auf Menschen zu machen, diese systematisch und kontrolliert züchten würde. Abseits der offensichtlichen Vorteile eines solchen Vorgehens, wie die Kontrolle über die Nahrungsmittel und die Möglichkeit, bestimmte Menschen miteinander zu kreuzen, um Abkömmlinge mit bestmöglichem Hämoglobin zu erhalten, liegt ein eindeutiger Vorteil der Menschenhaltung darin, dass Menschen in Gefangenschaft weniger aggressiv sind als in ihrer natürlichen Umgebung, also in Dörfern oder Städten, und daher auch weniger Probleme bereiten. Es gibt verschiedene Ansätze für die Haltung von Menschen, von denen zwei in letzter Zeit am weitesten verbreitet sind. Die Käfighaltung und die Freilandhaltung. Alter, ey, die haben hier ja quasi einen kleinen Menschenbauernhof gemacht, oder was? Diese Abhandlung beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser beiden Haltungsmethoden, sowie die jeweils erforderlichen Maßnahmen.
Zur Einführung sollen zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Methoden dargelegt werden. Bei der Käfighaltung, eine detaillierte Beschreibung befindet sich in dem Buch Menschenhaltung und Pflege, werden mehrere männliche und weibliche Exemplare in einem geschlossenen, beengten Bereich gehalten, wo sie permanenten Zugang zu Luft, Nahrung und Wasser haben. Diese Zuchtform unterscheidet sich von der Freilandhaltung darin, dass es den Menschen nicht gestattet ist, den Zuchtbereich zu verlassen und dass sie ihr gesamtes Leben lang in Gefangenschaft verbringen. Bei der Freilandhaltung dagegen belässt man die Exemplare in ihrer natürlichen Umgebung oder erschafft eine Umgebung, die dieser natürlichen Umgebung nahe kommt. Man erschafft also Dörfer, mehr dazu im Kapitel Menschendörfer, Aufbau und Pflege einer Herde, und erzeugt dann eine psychologische oder physische Abhängigkeit von ihrem Besitzer. Die effektivste Methode, einen Menschen abhängig zu machen, sind die Garantie von Sicherheit und der permanente Zugang zu hochwertiger Nahrung. Dazu ist anzumerken, dass ein Mensch, der seinem Besitzer vertraut, keine Angst verspürt und sich nicht verteidigt, wenn sein Blut getrunken wird. Auf diese Weise wird die Produktion von Noradrenalin und Cortisol verringert, die den Geschmack des Blutes negativ beeinflussen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass ein in Freilandhaltung domestizierter Mensch ein gewisses Vergnügen verspürt, wenn sein Besitzer von seinem Blut trinkt, vermutlich aus sexueller Erregung, was einen noch intensiveren Blutgeschmack bewirkt. Blutgeschmack. Ja klar, ne? Irgendwann Stockholm-Syndrom und daraus resultierend wahrscheinlich auch noch Fetische. Mitgemacht habe. Was war das? Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Okay. Was haben wir hier? Eine Hand mit einem Kunai? Ninja-Vampire oder was? Ja toll, dazu fragt Geralt nichts mehr. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Das ja, weißt du. Ja, mein danke. Toll, Geralt, du fragst ihn nur über das eine Zeichen aus, aber nicht über die anderen. Das macht ja Sinn. Und das hier? Von welchem Stamm ist es? Garrosh. Ah. Mein Stamm und Detlefs. Wir sind beide in diesem Teil der Welt. Ach Mann, ey, Geralt, hier gibt es so viele verschiedene... Zu wem gehört dieses Zeichen? Ah, jetzt endlich. Sie sind über das Meer gezogen. Na also, geht doch, Geralt, meine Fresse. Mitschrift einer Konversation mit einem niederen Wesen. Zwischen Meister Ezehiel, Hildegard und einem Menschen. Okay, wer bist du? Mein Name ist Hans Biskont. Warum zitterst du so? Ich fürchte mich, Herr. Du fürchtest dich? Ich verstehe nicht. Du kennst keine Angst, Herr? Nein, ich habe eure Sprache gemeistert, aber manche Konzepte bleiben mir fremd. Was ist Angst? Ein Gefühl, das alle anderen Gefühle zerstört. Sie kontrolliert Herz und Verstand. Wie meinst du das? Ich dachte, es wäre eine Art Schmerz. Ich habe in meinem Labor Versuche gemacht und herausgefunden, dass eine Mutter ihr Kind vergisst und nur noch daran denkt, wie sie dem Schmerz entkommen kann, wenn sie den entsprechenden Stimuli ausgesetzt wird. Ist Angst also so etwas wie Schmerz? Nein, Schmerz beherrscht den Körper. Angst kommt aus dem Herzen. Oh ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich muss im Labor dein Herz untersuchen. Was meinst du damit, untersuchen? Na, untersuchen eben. Ich nehme es heraus und sehe es mir ganz genau an. Aber Herr, das würde mich töten. Ja, eure Sterblichkeit ist wirklich sehr lästig. Aber ich habe eure Art nicht geschaffen und kann auch nichts für eure übermäßige Schwäche. Die Konversation erfolgte in menschlicher Sprache und wurde auch so notiert. Es ist keine Übersetzung erforderlich, Alter. Was bedeutet dieses Symbol? Ah, es mit ist der Schlange. Das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge. Tedet. Aha. Damit scheinen wir alle Zeichen zu kennen. Tatsächlich. Uiuiui. Ja, geil. Ein riesiger Raum mit einem Käfig in perfekt in der Mitte platziert. Ja, das kann ja nur gut ausgehen, ne? Wenn der Raum so riesig ist, dann habe ich Angst vor den Monstern, die gleich angelockt werden. Oh Gott, das kann ja heiter werden. Oh Mann, ey. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also... Meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Ui. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Alter. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten.
Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich unangenehm. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. Alles klar. Lege in allen vier Tunneln Köder aus. Leg die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sich schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Sitzt er schon im Käfig? Junge? Was? Hat er sich gerade in Rauch verwandelt? Achso, er zündet hier alles an, oder was? Er sorgt für die passende Beleuchtung. Ja, schön, Regis. Ich würde aber an deiner Stelle schon mal in den Käfig reinsteigen. Geralt. Was zur Hölle? Ich wollte gerade sagen, ey. Drei erledigt, eins übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. Alles klar, Leute. Den allerletzten Köder und den anschließenden Kampf werde ich allerdings erst im nächsten Kampf, ach, im nächsten Part erledigen. Von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute, und hoffentlich sehe ich euch dann auch zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine, wo wir sehen werden, ob der Plan von Regis tatsächlich aufgeht. Ich bin gespannt. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!